So, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Ich hoffe, das funktioniert hier noch alles. Und diesen Fehler habe ich noch nicht gesehen. Aber wir sind wieder da und ich habe gesehen, die Jungs haben hier nochmal dankenswerterweise ins Format geschaltet und wir sind. Quit now, genau, wir sind jetzt im Rennen. Wunderbar. So, herzlich willkommen zurück hier bei Simmers TV zur Race Day Speed Association. Neunter Lauf, nee, achter Lauf. Achter Lauf zum GT Wintermeisterschaft hier auf der, in der Race Day Speed Association. 21 Fahrzeuge am, nee, 22 Fahrzeuge am Start und wir befinden uns auf dem A1 Ring bzw. auf dem Red Bull Ring, aber noch in der Version des A1 Rings. Also die ganzen Umbauten sind hier noch nicht berücksichtigt. So, und jetzt gehen wir mal hier zum Führenden und die fahren jetzt hier los. Jetzt gucken wir uns die ganzen mal an. Wir sehen, Patrick Flückigsthaler ist auf Position 3, steht jetzt hier auf der Pole. Das finden wir schon ziemlich großartig. Ist das jetzt so? Genau, weil das jetzt hier so noch nicht gedacht war. Und jetzt, glaube ich, eine dumme Idee. So, es wird jetzt noch mal ein klein wenig ruckeln. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ist leider jetzt nicht anders zu machen. So, jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt vernünftig funktioniert. So, jetzt haben wir da vernünftiges Bild und jetzt sollte es auch auf der Broadcast wieder gut funktionieren. Genau. So, Patrick Flüglisthaler ist auf Pol und das finde ich schon ziemlich großartig. Und wir werden mal schauen, was ihm hier gelingt, ob er es schafft, seine Position zu halten. Platz 2 dann für Kevin Flitsch, Platz 3 für Dominik Small. Also das ist jetzt die Top 10 starten jetzt umgekehrt zum Ergebnis des ersten Rennens. Platz 4 für Edgar Ostermann, 5 Arne Bachem, 6 Jens Burkhardt, 7 Dennis Erner, Platz 8 Danny Volkert, Platz 9 Robin Frischkopf und auf der 10 Stefan Hauenstein. Weiter geht's mit 11 Jens Erner, 12 Micha Tröscher, 13 Wolfgang Meisel, 14 Jan Baskenes, 15 Günther Karrer, 16 Ralf Minwegen, 17 Janusz Machwinski, 18 Markus Fahrnhold, 19 Micha Bitz, 20 Ulrich Windmöller, 21 Robert Bauernhofer und 22 Stefan Hartleib. Und das ist jetzt hier, da sind die Ampeln und jetzt geht es los in den zweiten Lauf. Über 40 Minuten und wir sehen Edgar Ostermann wieder mit einem fantastischen Start. Bis auf Position 2 vorgefahren und Robin Frisch, Quatsch, und greift jetzt hier Patrick Flüglisthaler an, versucht es außenrum, das wird jetzt noch nicht funktionieren. Das nenne ich mal Action hier. Flüglisthaler kann sich hier ein bisschen von ihm absetzen, aber ich befürchte, da wird es wohl, ja, wird es wohl einen Führungswechsel geben. Ich traue dem Patrick eigentlich zu, vor allem in den letzten Rennen hat er sich wirklich gesteigert, aber ob er hier die erste Position über 40 Minuten halten kann, da habe ich so meine Zweifel. Mich würde es aber sehr freuen, wenn es klappt. So, Ostermann auf 2. Also der ist richtig gut nach vorne gekommen. Platz 3 für Kevin Flitsch, auf der 4 Dennis Erner, Platz 5 für Jens Burkhardt, auf der 6 Arne Bachem, auf der 7 Dominik Smoll. Durch das an hier, was das für ein geiles Bild ist. Ja, alle gut durchgekommen, alle Fahrzeuge hier an der Schnur gezogen. Top 10 innerhalb von 2,5 Sekunden. Also das muss man sich echt mal reintun. Oh, und hier knallt es. Hier knallt es.
glaube, da war der Micha Droscher mit dabei. Wir können mal versuchen, das im Replay uns anzugucken, aber ich glaube, das kriegen wir nicht ganz mit, was da passiert ist. Doch, hier sehen wir, wer ist da alles mit drin? Jens Purkott mit verwickelt, Micha Tröscher, ja, und der geht da nochmal ab. Also, ja, das ist natürlich bitter. Das ist bitter. So, wir gehen mal wieder nach vorne. Kevin Fitch ist jetzt bereits vorbei. Was ist mit Edgar Ostermann passiert? Auf der 10 fährt er jetzt. Da müssen wir auch nochmal versuchen rauszukriegen, was da los war. Der war vorbei, aber verbremst sich hier und geht ab in Kies. Das war das Problem, weswegen Ostermann hier so weit zurückgefallen ist. Das ist natürlich bitter, so früh im Rennen diese Position jetzt wieder alle aufzuholen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Ein Ostermann hat das drauf, das hat er schon mehrfach bewiesen. Aber ja, das ist natürlich jetzt hier richtig heavy. Ja, was für ein Problem. So, Patrick Flüchlingsthaler musste sich hier vorne dem Kevin Flitsch geschlagen geben und hat jetzt richtig Druck von Dennis Erner. Er versucht es hier außen und das sieht hier schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, der geht hier außen vorbei. Das ist etwas, was man nicht allzu häufig sieht. Jetzt kommt hier vielleicht ein Konter, aber ich befürchte mal, das traut er sich noch nicht so richtig. Wäre vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig gewesen, weil der Abstand war schon eigentlich zu groß, um hier wirklich ein Manöver zu setzen. Einen schwächeren Fahrer wäre das vielleicht machbar gewesen. Oh, und jetzt hat er Dominik Small im Kreuz. Ja, das war richtig, wie wir hier sehen. Der Dominik richtig gut vorbei, viel besser rausgekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wird er sich jetzt hier nicht zweimal lassen. Flitsch mit schnellster Rennrunde. Rosen rum hier. Oh, und da kriegt er den Curb genau unter das Auto, so dass er nicht mit den Rädern drauf ist. Und dann passt das. Dominik Small auf Position 3. Also das Konzept, was er sich zurechtgelegt hat, im ersten Rennen in die Top 10 fahren. Und dann hier alles geben im zweiten Rennen. Das geht sich im Moment aus. Und wenn ich tippen sollte, würde ich für, ja, als Laufsieger hier im zweiten Lauf den Dominik tippen. Allerdings, wie gesagt, da müssen wir erstmal abwarten. Jens Purkott mittlerweile letzter. Robin Frischkopf zurückgefallen auf die 12. Ostermann auf der 8. Und für Ostermann ist es im Hinblick auf die Meisterschaft erstmal wichtig, dass er seine Kontrahenten hinter sich lässt. Und das ist im Moment so. Außer Kevin Flitsch, aber der ist 10 Punkte zurück. Der tut ihm noch nicht so weh, aber Jens Purkott ist hinter ihm und auch Robin Frischkopf ist hinter ihm. Und Frischkopf ist deutlich hinter ihm. Hier ein Stück weit renter, weil hier ist es nämlich auch richtig spannend. Danny Volkert, er wehrt sich hier Stefan Hauenstein und Arne Bachem. Arne Bachem wirklich hier, der fährt hier auf dieser Strecke wie ein junger Gott. Das ist wirklich richtig schön mit anzusehen, dass der auch mal so weit vorne mitfighten da kann. Oh, ich sehe, wir uns flackert's hier. Mal unterbinden das Ganze.
Ich sehe, wir müssten, glaube ich, hier mal noch ein paar Sachen in Ordnung bringen. Das ist hier alles total verschoben. Also das Fenster stimmt hier überhaupt gar nicht. Das Broadcast-Fenster. Dafür ist der Sound gut. Ja, schade, was auch immer da jetzt passiert ist mit unserem Broadcaster hier, aber gut, ist nicht zu ändern. Wir werden jetzt hier nicht noch drin rumfummeln. Ranking. Momentan Kevin Flitsch vor Dennis Erna und Dominik Smoll. Patrick Flüglisthaler ist zurückgefallen bis auf die 4. Wir schauen mal nach vorne. Dominik Smoll ist jetzt dran hier an Dennis Erna. Und das ist der Kampf um Position 2. Wie gesagt, ich habe ja hier einen Tipp abgegeben. Dazu lasse ich mich hier nur sehr selten hinreißen. Ja, und der Kevin Flitsch da vorne. Der macht alles richtig. So, momentan nicht Dominik Smoll, mittlerweile schnellste Rennrunde, 24,735. Das würde ich mal sagen, das ist schon eine Quali-Zeit. Also das, was wir vorhin im Quali gesehen haben, das fährt er hier im Rennen. Allerdings letzte Runde 1,25,5. Bisschen weiter hinter noch Flüglisthaler, Hauenstein, Danny Volkert, Bachem und Ostermann ist jetzt auch schon wieder dran an diesen beiden hier, an Bachem und ich glaube, jetzt könnte was werden, dass er. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht, dass er hier vorbeigehen kann. Das wäre auch. Boah, das wird er sich nicht trauen. Das wird er sich nicht trauen hier in dieser Kurve. Wow. Also da hätte ich jetzt wirklich, wenn das gut gegangen wäre, also dann. Ziehen müssen. Gut, jetzt habe ich keine verbrannten Ohren, aber ja, okay. Natürlich wieder ein bisschen verloren durch diesen versuchten Angriff. So, Jens Erna auf der 9. Oh, und hier geht's ganz eng. Baskenis und Ara. Nee, das war nicht Baskenis, sondern das war Frischkopf. Frischkopf hier zurück auf in den Top 10. Also Frischkopf macht hier mit seinen 30 Kilo Zusatzgewicht einen richtig guten Job. So, und Dominik Smoll ist vorbei an Dennis Erna. So, und jetzt gibt es nur noch ein Ziel. 2 Sekunden, die ihm auf Kevin Flitsch fehlen, rausfahren, zusammenfahren und dann Kevin Flitsch attackieren. Aber erstmal da noch einen Dennis Erna hinter sich, der mit Sicherheit nicht irgendwie kampflos diese Position aufgeben wird. Und Erna, nein, das geht nicht, das kann man nicht machen. Junge, 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 also das ist wirklich wow. Also normalerweise sollte der Versuch in dieser Kurve zu überholen schon strafbar sein. Und das hat auch gleich mal 2-3 Zehntel gekostet auf die Spitze. Mhm. 1,8, 1,9 waren es vorher, jetzt sind wir bei 2,2, 2,3. Mhm.
So, was ist jetzt mit Erna passiert? Er war auf einmal weg. Schauen wir mal, hier ist er noch dran. Wir sind im Replay. Vermute mal hier beim Rausbeschleunigen. Genau, der Klassiker. Der Klassiker. Er dreht sich frei, freundlich weiter und rettet damit den fünften Platz. Aber Hauenstein und Flügelslaler sind vorbei. Somit fährt Flügelslaler im Moment wieder auf dem Podest. Wir gehen wieder live. So, jetzt hat er den Danny Volkert hinter sich. Und dahinter kommt dann auch schon Edgar Ostermann. Arne Bachem jetzt leider zurückgefallen bis auf die 13. Ulrich Windmöller ist gerade von ihm vorbei. Der ist da gerade in Kies abgebogen. Das ist natürlich bitter. Schade, das war's dann. Somit Staunstein jetzt auf der 3. Also momentan Hauenstein zweimal auf dem Podest hier. Auch Dominik Smoll kann aber momentan, auch wenn er jetzt befreit fahren kann, noch nicht wirklich Vorsprung zu fahren. Auch wenn in der letzten Runde er knappe 15, 5,5 Zehntel schneller war als Kevin Flitsch. Aber er fährt sehr, sehr konstant. 25,327, 25,251, 25,167. Also es ist... Hoppala. Ah, und hier der nächste Fehler. Eieiei. Das ist natürlich bitter. Dennis Erna jetzt durchgereicht. Bleibt er jetzt hier auf Platz 10? Ja, sieht so aus. Ja, das ist sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Somit Edgar Ostermann jetzt auf der Position 4. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich um den Patrick Flügelsthaler jetzt nicht allzu große Sorgen macht da hinter ihm. Im Gegenteil, der sollte sich Sorgen machen, denn da fährt Danny Volkert und ich glaube... Nee, alles gut. Ja, der Klassiker, Porsche gegen Ferrari. Könnte mir vorstellen, dass es jetzt passen könnte. Er muss jetzt hier, ja gut, auf die schlechtere Seite. Reicht nicht, das reicht nicht. Außenrum, das ist vorhin dem Dennis Erna gelungen, aber hier klappt das noch nicht so ganz. Wir sehen es, ich weiß nicht, ob ihr das im Livestream sieht, hier der kleine Monitor im Armaturenbrett. So, jetzt gibt es hier den Angriff und das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da gab es einen kleinen Stups, aber das ist völlig okay. Und damit jetzt gerade hinter Danny Volkert. Danny Volkert jetzt auf der 4. Edgar Ostermann fährt derzeit auf dem Treppchen. Da, wo er hin wollte, was er angekündigt hat. Alten Rennen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt hier auch noch Boxenstops. Ungefähr in... Ich denke mal so 6 bis 8 Minuten werden die ersten Teams in die Box kommen. Und dann wird es dann spannend. Und natürlich dann zum Rennende hin, weil die hier immer auf einen Liter versuchen zu tanken, die meisten. Ein Liter genau. Und das führt meistens dann oft mal dazu, dass so ein, zwei Fahrer durchaus auch aus dem vorderen Feld dann arg mit Spritproblemen zu kämpfen haben. Was ist mit Dominik Smoll passiert? Da ist mir jetzt hier irgendwie der Softsitzbaum zurückgefallen. Kann ich jetzt, ist wahrscheinlich schon zu lange her, aber der muss irgendwas passiert sein. Der war befreit, der ist ohne Zwang gefahren, also da muss ein Fahrfehler eine Rolle gespielt haben. Oder war der eventuell schon in der Box? Ja, der war schon in der Box. Dominik Smoll war bereits in der Box. Das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Geschichte. Das ist sehr, sehr zeitig.
für hiesige Verhältnisse. Wir haben hier manche Fahrzeuge, die kommen erst, ja, ich weiß nicht, Minuten vor Schluss rein. Bin halt mit etwas mehr Sprit losgefahren. Aber vielleicht hat der Dominik wirklich die Strategie verfolgt und ist mit wenig Sprit gefahren, dass er erstmal überhaupt nach vorne fahren konnte. Und er hat natürlich jetzt Verkehr, weil die Abstände hier zwischen den Fahrzeugen sind äußerst gering. Wir gehen mal auf die 9. Da bricht es hier richtig zusammen. Dennis Erner jagt hier vor sich her den Jan Vaskenis und den Jens Erner. So, der Jan, das ist mir auch so eine Sache. Ich kann mich entsinnen, im Sommer hat man den eigentlich regelmäßig im Interview. Die Saison überhaupt noch nicht. Auch letzte Wintersaison war er oft im Interview, oft auf dem Podest. Ich weiß nicht so richtig, was bei ihm los ist, aber wir haben ja das gleiche Phänomen oder ein ähnliches Phänomen im Porsche Cup. Da gibt es uns mit Robert Stratner so. Der hat allerdings im letzten Rennen dann jetzt beim letzten Lauf hat er mal endlich wieder einen Podestplatz eingefahren, ist er Zweiter geworden und hat sich auch tierisch gefreut darüber. Bei ihm lag es aber definitiv nur im Equipment. Und hier ist jetzt, da wissen wir nicht so richtig, was mit dem Jan Vaskenis ist. Dennis Erner hier nochmal was machen kann oder nicht. Jens Burkert ist mittlerweile wenigstens wieder vorgefahren auf die Position 19. Der war ja nun wirklich 22. Robert Bauernhofer momentan in der Box. Ist aber interessant zu sehen, dass auf dieser Strecke hier noch nicht ein Fahrzeug ausgefallen ist. Also machen wir mal hier toi toi toi, knock on wood. Und was geht jetzt hier mit einem sensationell guten Manöver gegen Jens Erner. Das ist der Vaskenis, wie man kennt. Und wenn ich das hier richtig sehe, geht jetzt hier Dennis Erner auch noch vorbei. Ja, und zwar ziemlich zügig. Ich könnte mir vorstellen, die sprechen sich auch ab, die beiden. Aus vorne. Flitsch führt nach wie vor Hauenstein und Ostermann, wobei man, oh, und Ostermann ist richtig dran. Da müssen wir hin und der ist vorbei, weil, ich gehe mal davon aus, Hauenstein in die Box gegangen ist. Genau so sieht's aus. Hauenstein in der Box. Jetzt müssten wir tatsächlich mal schauen, wo ist der Dominik Smoll? Wert auf 14, da kommt er. Das wäre schon mal ein erster, aber ich befürchte mal, das wird er nicht schaffen, da wird er hinter Hauenstein bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass der frühe Boxenstopp, da vorne fährt Hauenstein. Ja, also, oh, und der qualmt, der hat zu viel, er hat ein zu geringes Motorprogramm, ist zu heiß geworden beim Stehen. Wollen wir hoffen, dass das sich jetzt durch den Fahrtwind wieder abkühlt. Also Motorschaden wäre jetzt mehr als ärgerlich. Ah, das sieht aber so aus. So. Jetzt nur noch die Frage der Zeit. Oder eine Frage der Zeit. Ostermann ist jetzt vorbei an Flitsch, weil auch Flitsch jetzt in der Box ist. So, und das wäre natürlich jetzt gut zu sehen, wo Flitsch rauskommt. Hier kommt Hauenstein gefahren.
Also dann hat zumindest Small, entweder haben sie alle keine Reifen gewechselt oder, ja, wissen wir nicht so ganz genau. Also jedenfalls haben sie das gleiche gemacht an der Box. Macht den Hauenstein hier, fährt die Reifen warm oder was? Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, da vorne fährt Kevin Flitsch, genau. Also, die Reihenfolge, also auf alle Fälle hat Small eingebüßt. Hoppala, und jetzt hier mit einem Quersteher. Und Dominik Small kommt dann natürlich ran. Jeder kleine Fahrfehler ist hier richtig, richtig gefährlich. Also hier geht es echt um Zehntel. Ich könnte mir vorstellen, dass Kevin Flitsch zum Beispiel ein Kandidat dafür wäre, wenig Sprit getankt zu haben. Nicht, vielleicht nicht zu wenig, aber sehr, sehr knapp. Auf der anderen Seite war es so, dass er vor den Boxenstopps wirklich 6-7 Sekunden hatte. Vorsprung hatte. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Wann kommt Ostermann rein? Wann kommt Frischröhrenkopf rein? Der Karrer fährt momentan auf Platz 4, aber auch der war noch nicht in der Box. Arne Bachem wieder back to 5, also ist auf Platz 5. So, und Small fährt schon, also in der letzten Runde 7/10 schneller als, und auch hier wieder das kurze Querstehen bei Hauenstein. 7/10 schneller als Hauenstein in der letzten Runde hier von Dominik Small. Also das bleibt echt abzuwarten. Irgendwie sieht man das entfernungstechnisch hier gar nicht so wirklich, was hier 7/10 sind. Aber wenn er das jede Runde macht, dann geht das natürlich bei Zeiten hier zusammen. Gucken wir mal zu Robin Frischkopf. Der fährt noch weiter. Ups, jetzt kommen hier Ostermann, Flüglisthaler kommen jetzt in die Box. Karra, Bachem, Betz fährt weiter, Adleib auch, Flitsch, klar, der war schon, Hauenstein und Small. Die müssten jetzt hier im Prinzip alle vorbeigehen. Ja. So, und jetzt fehlt nur noch Robin Frischkopf, der noch in die Box muss. Sehr, sehr schönen Platz gemacht. So, Karrer und Bachem sind jetzt in der Box. Spannend zu sehen. Bei Minuten 8 hat Dominik Small in der Box verbracht, also in der Runde mit Box. Also in ungefähr 43 Sekunden. Und ich sehe hier, ja, da müssen wir natürlich noch die. Ja, es könnte, also an Robin Frischkopf kommen sie auf alle Fälle alle vorbei. So, der ist jetzt auch in der Box, wie wir sehen. Herrschaften. Und der fährt jetzt aber schon los. Kevin Flitsch ist vorbei. Hauenstein und Small ebenso. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen verwundert. Hat der so einen Hammer, so eine Hammerzeiten hingelegt oder hat er einfach Robin Frischkopf kommt auf Position 4 wieder raus. Das ist natürlich sensationell. Wir erinnern uns, der war mal irgendwann auf Platz 16.
So, und wir gehen auf die 3, weil da wird es jetzt, da brennt es jetzt. Dominik Smoll ist dran an Stefan Hauenstein. Und wir haben leider Gottes zwei Ausfälle. Um Runde 16 ausgefallen Micha Tröscher und um Runde 14 ausgefallen Robert Bauernhofer. Oh Leute, ich brauche Kaffee. Ja. Uiuiui, ja, es war eng, aber hat gepasst. Smoll kann dranbleiben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann er jetzt hier noch machen? Wir haben noch 12 Minuten. Und wir schauen uns das wunderschöne Corvette-Cockpit an. Mit dem Hartplastik- und Chromeffekt. Nicht Chrom. Gebürstetes Aluminium soll das darstellen, glaube schlecht. Ich werde das gedacht. Es wird hier nochmal richtig spannend. Stefan Hauenstein ist ja auch nur 2 Sekunden hinter Kevin Flitsch. Also auch Kevin Flitsch hat an der Box eingebüßt. Weil wie gesagt, der hatte 6-7 Sekunden Vorsprung. Aber Robin Frischkopf ist 8 Sekunden zurück hinter Dominik Smoll. Also 3, 4, 8 Sekunden. Ich gehe mal davon aus, da wird sich jetzt nicht mehr viel nach vorne bewegen in den letzten 10 Minuten. Aber hier vorne, da brennt definitiv. Dann noch eine Überrundung dazwischen. Das ist der Micha Betz, wenn ich das nicht das richtig sehe, der zwischenfährt. Ah, der macht da fein, brav Platz. Genau. Oh, und jetzt kann er mal. Oh, sowas ist natürlich nicht dazu angetan, Zeit zu machen. Das war nicht so optimal. So, gucken wir mal, wo es denn noch richtig eng ist. Auf der 17 gehen wir mal wieder ein Stück weiter nach hinten. Ja, das ist auch nicht so viel Action, also das ist doch fast eine Sekunde. Ansonsten haben wir keine wirklichen Zweikämpfe. Doch, Günther Karrer. Hier, nee, auch der hat schon etwas jetzt Platz verloren. Ja, und der Stefan, der wird schwitzen, könnte ich mir vorstellen. Oh, der Lambo ja hier mit der roten Plattenkamera. Also, ja, so, und jetzt ist aber hier richtig Alarm angesagt. Also beim Nix Moll hier beim Anbremsen. Wir erinnern uns vorhin an die Szene mit Robin Frischkopf, der hat sich da ähnlich rangebremst hier in der Kurve. Aber Moll ist dran auf eine halbe Sekunde. Jetzt macht er alles richtig hier. Nicht ganz. Seine Linie hier ist noch nicht so das Optimum im Moment. Das konnte er schon besser. Ja, und wie gesagt, Stefan Hauenstein, den verbläst man auch nicht mal einfach so. Das Ganze spielt natürlich dem Kevin Flitsch so ein bisschen in die Karten, der hat jetzt 2 Sekunden Vorsprung. Ich denke mal, das kriegt er verwaltet in den letzten 7, 8 Minuten.
57 haben wir jetzt. Ja. Kann er sich jetzt hier ranfahren, aber es ist natürlich immer noch ein Riesenproblem, dann auch da vorbeizukommen, und man ist halt immer geneigt, dann etwas später zu bremsen als der Vordermann, und, beziehungsweise der Vordermann dann im günstigsten Fall bremst sich auch mal, ist noch schwierig zu sagen, aber hinterherfahren, ja, ist halt das Angenehmere, als gejagt zu werden, wenn man sich denn da vor und folgt machen lässt. Dem ist das immer natürlich auch mit der Gefahr verbunden, zu glauben, man könnte noch einen Ticken später bremsen als der Vordermann, und dann geht es meistens schief. Also nicht unbedingt in einen Unfall, sondern dass man sich einfach so verbremst, dass man Zeit verliert. Hier sah man das gerade sehr anschaulich. Also hier Dominik Smoll wieder das verloren, was er sich jetzt vielleicht in 2-3 Runden zusammengefahren hat. Hilft nicht. Muss er durch. Ein Podestplatz wird es relativ sicher, so hier nicht noch irgendwas passiert. Der Robin Frischkopf ist noch 6 Sekunden zurück. Fährt auch nicht ganz die Zeiten. Fährt aber sehr konstant. Also 25.098. Letzte Runde, also um die 25, niedrige 25er Zeiten, fährt Dominik Smoll normalerweise auch. Aber die letzte Runde jetzt mit dem Fehler war halt eine 26-0, und von daher, sowas passiert dann halt. Und dann geht das 3, 4, 5 Mal. Gut, dem Dominik jetzt vielleicht nicht, aber dann ist der Vorsprung dahin. Aber jetzt hat er erstmal 1,2 Sekunden. Und ich sehe auf der 17 Janusz Machwinski macht da wieder ein bisschen Alarm. Gucken wir mal, genauso sieht's aus. Der ist da richtig gut dran an Ralf Minwegen. Den hat man heute auch noch gar nicht im Bild. Im bimmelblauen, bimmelbuntblauen Porsche. Auch hier ist nicht direkt ein Zweikampf zu erwarten. Ah doch, jetzt könnte es vielleicht passen. Ah nee, da hat er auch zu viel rumgewürschelt da an der Kurve. Das war zu weit draußen, zu doll über den Körb. Weil Minwegen doch schon sehr vorsichtig auf der Bremse war. Nicht zeitlich bremst, wie es ausschaut. Ja, und da steht auch ein bisschen quer, aber ob das Machwinski jetzt nutzen kann, bleibt abzuwarten. Ja, auf keinen Fall heute der Tag des Micha Tröscher. Das muss man ganz klar sagen. So angenehm, wie er in den letzten Rennen aufgefallen ist, diesmal hat es nicht so gut funktioniert. Ja, und Smoll schafft es momentan nicht, fährt letzte Runde wieder 26.1, also ist nur noch ein Zehntel schneller als Hauenstein, also das ist, glaube ich, gegessen hier. Wir haben noch 3 Minuten, ich befürchte mal, da wird sich nicht mehr allzu viel ändern. Da vorne Kevin Flitsch fährt momentan richtig gut. Frischkopf der schnellste momentan auf der Strecke. 25.281 die letzte Runde.
Aber auch Volkert fährt 25er Zeiten, Ostermann 25er Zeiten. Ja. So, da haben wir den führenden. Die Zeit haben wir noch. Auenstein und Dominik Smoll. Ja, wie gesagt, also ich fürchte mal, das wird dann nichts mehr. Im Gegenteil, Dominik Smoll muss jetzt. Naja, nee, nach Robin Frischkopf muss er nicht. Robin Frischkopf holt zwar auf, sind nur noch 4,5 Sekunden, aber das schafft er nicht mehr, da ranzufahren. Also, wenn Smoll hier keinen Fehler mehr macht, der dritte Platz safe. Jetzt in der vorletzten Runde. Und hier sieht man das mal so entfernungstechnisch. Also das sind jetzt 1,7 Sekunden. Also da hat er jetzt nochmal verloren. Oh! Ich glaube, das war Ralf Minwegen, der da stand. Gehen wir noch mal ganz kurz zu Jens Burkhardt, der hier mehr oder weniger auf eine, ja, aber das wird auch nicht mehr wirklich was gegen seinen Teamkollegen Arne Bachem. Die werden sich jetzt nicht wirklich wehtun, die beiden. So, und dann gehen wir mal nach vorne jetzt. Kevin Flitsch geht jetzt hier in seine letzte Runde. Da ist Stefan Hauenstein und da ist Dominik Smoll. Gehen wir zum führenden Kevin Flitsch. Die letzten Meter hier für ihn in diesem Rennen. Und ich denke mal, der wird sich richtig, richtig doll freuen. Moment, was ist denn jetzt passiert? Dominik Smoll ist vorbei an Stefan Hauenstein. Und der hat noch hier Probleme sich gegen Robin Frischkopf. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch erstmal an Kevin Flitsch. Platz 2 für Dominik Smoll und Platz 3 geht dann noch ganz glücklich an Stefan Hauenstein. Meine Güte, ne? Das werden wir gleich im Interview hören. Also damit rechnet man ja nur nicht, dass der irgendwie 3 Kurven vor Schluss hier noch eine Position verliert. Letzte Rennrunde geht an Dominik Smoll mit 1:24.735. Nun ja, schauen wir mal. Ja, schönes Bild hier. Auf den Plätzen. Platz 4 für Robin Frischkopf, 5 Danny Volkert, 6 Edra Ostermann, 7 Patrick Flüssigsthaler, 8 Dennis Erner, 9 Jan Baskenes, 10 Jens Erner, 11 Günther Karrer, 12 Ulrich Möller, 13 Wolfgang Meisel, Arne Bachem auf der 14, Jens Burkhardt 15. Also da haben sie sich dann doch nicht mehr gebattelt, die beiden. Janosch Machwinski auf der 16, 17 für Markus van Holt, Ralf Minwegen auf der 18, 19 Micha Betz, 20
Stefan Hartleib und ausgefallen leider Micha Tröscher und Robert Bauernhöfer. So, das war der achte Lauf hier in der Race Day Speed Association. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen blauen Himmel. Den wollten wir eigentlich nicht haben. So, jetzt warten wir, harren wir der Dinge, dass die Herrschaften hier herkommen und im Interview stellen. Ja, da bitten wir dann in unsere Kommentatorenkabine den Herrn Frischkopf, den Herrn Volkert und zweimal den Herrn Haunstein. Reicht aber, wenn du einmal kommst. Den Kevin Flitsch und den Dominik Smoll. Mensch, 5 Leute von 6 möglichen, das ist schon mal ein guter Wert. Ja, das freut mich ganz besonders. So, da kommen die Ersten. Ja. So, jetzt fehlen noch, der Danny fehlt noch. Und, ja, wenn wir den Arne vielleicht mal noch mit hier reinkämen, wäre ganz nett. Ja, gucken wir mal, ob wir den hier bekommen. So, ich glaube, wir haben jetzt zumindest erstmal die Podestfahrer alle beieinander. Und, ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Interview des achten Laufes auf dem A1 Ring, Red Bull Ring, wie auch immer. Wow, das war doch, ich sag mal, erster Lauf toppen. Also das war sensationell geile Action. Im zweiten war es, vorne ging es gut zur Sache, aber im Rest hat er sich dann relativ schnell aufgeteilt. Aber kommen wir erstmal zum ersten Lauf. Danny, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war etwas überrascht, dich auf einmal auf 3 zu haben. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich richtig überrascht war. erzähl mal, wie kam es dazu? Wie konnte das passieren, Danny? Also ich sage ja immer gerne fahrerische Leistung, aber das war es diesmal gar nicht. Ja. Ich habe einfach profitiert davon, dass vorne so ein krasser 3- und 4-Kampf war. Ich konnte mir das rundenlang ganz genüsslich reinzwiebeln. Und irgendwann hat es dann, ich glaube, den Kevin weggehauen da vorne. Genau. Und ja, so war ich Platz 4, dann ging irgendwie noch einer flöten, dann war ich Platz 3, habe mich gefreut und habe gehofft, dass es so bleibt. Und es ist ja zum Glück auch gut ausgegangen. Ja. Also unverhoffte Punkte oder womit hast du gerechnet für dieses Rennen? Ach, ich sag mal so, der Jens war mein Gegner. Es ist in der Meisterschaft ist er ein Punkt vor mir und das ist so jetzt mein Orientierungspunkt. Ich habe ein kaputtes Knie und bin dafür recht zufrieden mit der Punktausbeute heute. Ja. Hätte nicht gedacht, also, dass ich so weit vorne fahren kann. Platz 7, Platz 8, das war so meine Erwartung eigentlich. Na gut, im nächsten Rennen bist du der Gegner von Jens. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Jens ist älter, der hat einfach keine Chance. Genau. Sehr nett. Ja. Genau. Und das war, ja. Ja, auf alle Fälle Glückwunsch zu dem dritten Platz. Das war doch richtig. Kommen wir zum Robin. Robin, mein Lieber. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich dich noch fragen soll, ganz ehrlich. Es ist einfach ziemlich speziell, dich in einem Rennen dabei zu haben, weil wirklich, was auch immer du an Kilos drin hast, diesmal waren es zwar etwas weniger als das letzte Mal, aber nichtsdestotrotz, mit 30 Kilo fährst du fast Pole. Also da standst du zumindest eine Zeit lang. Warst nur wenige Tausendstel hinter dem Polesetter dann am Ende. Gut, jetzt hat sie noch eine Strafe, aber zumindest die Zeit an sich spricht ja schon mal Bände. Und dann gab es aber ein relativ bewegtes erstes Rennen, oder? Ja, Lutz, das war echt der Hammer. Also das erste Mal habe ich gemerkt, dass im Rennen irgendwie mein Setup sehr nervös ist auf der Hinterachse und dann musste ich da irgendwie mithalten vorne. Das war echt klasse, wie sich die Jungs behagt haben. Dann einmal gab es so ein kleines Missverständnis, da konnte ich an beiden vorbeiziehen. Ja. Aber dann
habe ich wieder ein bisschen schwer gebremst bei der nächsten Mal, bei der nächsten Runde, und da waren sie schon beide wieder vorbei. Aber es ist Ja. echt der Hammer. Ja, also ihr habt euch da vorne einen sensationellen Dreikampf geliefert. Also das war eine sowas eine Freude, da das sehen zu dürfen von außen. Im Auto hätte ich da nicht sitzen wollen, aber es war wirklich grandios. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, dieser erste Lauf. Gerade was ihr da vorne veranstaltet habt. Und ja, dir dann auch nochmal. Ich meine, es hätte ja fast im zweiten Rennen auch noch geklappt. Also, dass du da auch noch irgendwas gerissen hättest. Das haben dann Gott sei Dank, ich hoffe mal, dass das dann deine Kilos waren, die das verhindert haben. Also ich war sehr spät in die Box gekommen, bin dann raus und konnte eigentlich immer 25er Runden am Stück fahren, konnte mich ranpirschen, aber ich hatte am Anfang des Rennens durch einen kleinen Fehler einfach zu viel Zeit verloren. Also sonst wäre sicher ein Podium noch möglich gewesen. Diese Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Du warst zwischenzeitlich auf Platz 16, und hast irgendwie es dann nach dem Boxenstopp, ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Position du vor dem Boxenstopp warst, aber kamst auf 4 wieder raus und da war ich doch dann sehr überrascht. Ich auch, Lutz. Also ich war vor dem Stopp, beziehungsweise vor Dennis Stopp war ich noch hinter Danny, und dadurch, dass ich halt 3 oder 4 Runden sogar länger draußen blieb, bin ich nur, ich glaube, 21 Sekunden gestanden, inklusive Reifenwechsel, und ja, bin dann 5 Sekunden vor dem Danny rausgekommen. Ja, also wenn ich das jetzt Unglaublich, mal so ne? gucke, du hast die Runden vorher konstant 26er Zeiten, die Runde vor der Box war nochmal eine 25,8. Gut, dann gab es die Runde in die Box und dann die Runde da raus, das kann man natürlich da nicht, aber dann wirklich komplett 25er Zeiten und hast dann sogar noch eine 24,8 gefahren in der 24. Runde. Also das war der Brüller. Ich meine, gut, die Topzeit von Dominik hast du nicht geknackt, aber da fehlten auch nur wieder 65.000stel an der Zeit. 70.000stel waren es im Quali. Also mit 30 Kilo. Sagt Jens, passt bloß auf, dass der die Kilos nicht los wird. Also weil ganz ehrlich, das ist Versprochen, Lukas, fasse ich das Reglement an. ja, genau. Also das geht gar nicht, dass der, weil dann können wir die Meisterschaft ja aufschreiben. Dann brauchen wir sie nicht ausfahren. Also ich wollte es doch ein bisschen fair machen, und ich habe heute nichts trainiert, aber er hat trotzdem nicht gereicht. Jetzt hat er auch noch die große Klappe, ey. Echt unglaublich. Ja, also Glückwunsch, Robin, hier zum zweiten Platz. Und jetzt kommen wir Danke. mal zum Sieger des ersten Laufs und zum Drittplatzierten des zweiten Laufs. Der gute Stefan hat da mal wieder einen heute rausgehauen, nachdem es in den letzten Rennen nicht so brillant lief. Jetzt hat es mal wieder gepasst. Lag's an der Strecke oder an was lag's? Dann ging's heute Ja, so es lag gut. zum einen lag es an der Strecke. Also diese Strecken hier, die liegen auf jeden Fall viel mehr, wo ein bisschen Gelände drin ist. Das war ja in Dubai und in Nürburgring schon mal gar nicht der Fall. Und dann haben hier ja auch viele sich verkalkuliert, dass sie im Rennen zu flachen Flügel gefahren sind. In relativ steilen Flügel gefahren, denke ich mal, im Vergleich zu den anderen. Hab dann natürlich den Kevin am Anfang ziemlich viel Windschatten geboten. Und er konnte immer wieder gut zufahren, aber das hat sich am Ende ausgezahlt. Und auch am Ende von dem zweiten Rennen bin ich ja wieder dran gekommen, bis zum Fehler in der letzten Runde noch. Ja, ne, das und das, da werde ich jetzt gleich dran haben, da du sowieso wieder der Nächste wärst, gleich zum zweiten Rennen. Was ist da passiert? Weil ich habe dann weggeschaltet. Mir war klar, du kommst auf Platz 2 ins Ziel und der Dominik auf 3. Und da waren irgendwie 1,7 Sekunden Rückstand dann, als ich das letzte Mal geschaut habe. Und dann habe ich Ja. gesagt, ja gut, gehst nach vorne zum Führenden, da ist noch eine halbe Runde und was ist passiert? Ja, also in der letzten Runde bin ich dann beim Einlenken der ersten Kurve, habe ich innen die Leitplanke berührt. Also ich habe tatsächlich den Bremspunkt zu früh gewählt und habe dann wie gewohnt eingelenkt, und dann war aber die Kurve dann auch gar nicht. Also quasi zu früh eingelenkt und bin dann innen, habe ich ganz leicht die Leitplanke touchiert, bin zum Glück nicht so weit rausgeschleudert worden und konnte wieder auf die Strecke zurück und habe dann ja, bin dem Robin dann ganz tapfer ein bisschen vor den Scheinwerfern hinhergefahren. Ja, weil der wäre ja nur auch fast noch durchgekommen. Also wenn ich,
das mir so anschaue, ja gut, es waren dann am Ende trotzdem noch 1,8 Sekunden, die ihm gefehlt haben, aber nichtsdestotrotz, also Ja, das wir war dann waren schon dabei verdammt quasi knapp. die erste Hälfte der letzten Runde waren wir quasi die ganze Zeit nebeneinander. Ja, Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Rennabend, also Platz 1 und 3. Ich denke mal, da kann man durchaus zufrieden sein mit. Ja, freut mich. Ja. Hoffentlich geht's nächstes Mal so weiter. Also ich denke mal, Laguna Seca wird mir auch wieder liegen. Ja, denke ich mal auch. Also wenn wir mal ein Auge drauf haben. Ja, kommen wir zum Zweitplatzierten. Glückwunsch an den Dominik Smoll. Dominik, wir haben uns ja vorm Rennen nochmal kurz unterhalten. Die ging ja wohl mal voll auf. Ja, ich bin vollst zufrieden. Also besser geht's, glaube ich, nicht. Ja, also im ersten Rennen, okay, da ging es vielleicht ein bisschen weit nach vorne, oder ich meine, man lässt sich ja dann nicht zurückfallen, nur um im nächsten eine bessere Position zu haben, weil man ja da auch nicht weiß, wo man landet. Aber Platz 8 war ja dann doch ein bisschen, ja, zweite Startreihe dann, ne? Ja, aber das war mir egal. Ich wollte so weit vor, wie es geht. Ja. Ja, gut, und nun kam das zweite Rennen und ja, da ging es ja doch. Also nee, noch mal ganz kurz zum ersten auch. Ich habe dann gesehen, du hast im ersten Rennen ewig lange auf Platz 12 und 13 festgehangen. Also das hat, ich glaube, das hat am meisten Zeit gekostet, diese Position. Ja, nicht wirklich. Also, na gut, es sind ja keine Einfänger, die hier fahren, ne? Also, es ist nicht so einfach Ja, da hatten wir ja vorbeizukommen. drüber am Anfang gesprochen, aber ich glaube, das war mit dem Danny, glaube, bin ich jetzt nicht ganz sicher, oder mit dem Dennis Erner. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wer von den beiden da jetzt war. Auf alle Fälle war es ein Porsche und mit denen hattest du doch einiges zu tun da. Weiß auch nicht mehr genau, wer es war. Ja, okay, ist auch egal. Auf alle Fälle hat es dann dank Stefans Hilfe dann zum zweiten Platz gereicht. Ich würde dich aber trotzdem noch gern wissen, du hast zu dem kleinen Fehler, den du da eingebaut hast, unglaublich Zeit gut gemacht. Du hattest immer 7/8 Zehntel warst du schneller als Stefan, bist auch gut rangekommen, bis auf eine Sekunde. Und dann gab es nochmal irgendwie einen Fehler. Ja, dann gab es irgendein Fehlerchen. Das war gar nicht so dramatisch. Bist du ein bisschen weit rausgekommen. Also es war nicht dramatisch, aber da ging es dann etwas über eine Sekunde und dann ging es aber nur noch abwärts. Dann bist du nur noch 26er Zeiten gefahren. Hast du aufgegeben oder gab es da einen Grund für? Ich war ja verdammt früh in der Box und am Schluss waren meine Reifen einfach nicht mehr gut. Ja, okay. Ich war, War glaube ich, nach das? 15 Minuten war ich schon drin und Ja, bin mit 80 genau. Litern weitergefahren und am Schluss war Ja. dann halt nichts mehr drin. Ja. Gut, na Mensch, dann aber auf alle Fälle ist es so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hast und das ist erstmal die Hauptsache. Auf jeden Fall. So, kommen wir zum Sieger des zweiten Laufs und zum, ich glaube, größten Unglücksrahmen des ersten Laufs, weil da wäre nämlich auch noch ein bisschen was drin gewesen. Kevin, herzlichen Glückwunsch. Danke. Was ist passiert im ersten Lauf? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass du auf einmal hinten warst. Also im ersten Lauf mit super Dreikampf, Jungs, das war super. Ja, hat Dann, Spaß gemacht, ja. bevor es zur Boxeneinfahrt geht, den Berg runter, beim Anbremsen ist mir einfach das Heck weggeschmiert. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber ich habe mich im Kiesbett wiedergefunden, habe dann probiert, bestmöglich weiterzufahren und ich glaube, ein oder zwei Runden später hing ich dann in der ersten Kurve in der Leitplanke. Und dann bin ich nochmal weiter zurückgefallen und ja, bisschen frustriert dann einfach nur noch Na, das kann ich mir probiert, ins vorstellen, Ziel ja. zu kommen. Ja. Ja, gut, aber letztendlich im zweiten Lauf hat es dann gut gepasst. Du hattest aber am Anfang doch einiges zu tun. Ich glaube, du hattest die Position, hattest du die mal an Stefan abgegeben? Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es gab, glaube ich, nee, erzähl mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. War das Nee, er ist nicht tatsächlich. an mir. Ich bin nicht an ihm vorbeigekommen. Ich Ja. habe nur durch den Boxenstopp habe ich 3, 4 Sekunden wieder eingeholt, aber dann war es wieder stabil. Ich bin Genau, nicht an ihm genau. vorbeigekommen. Ja, Der Edgar okay. war direkt nach dem Start vor mir und wäre so um Platz 1 gestartet. Genau, Edgar war das, richtig. Ja, und ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie bin ich Ja, dann du warst vorbeigekommen. hinter dem Patrick Flüglichsthaler, bist an ihm Genau, vorbei. ja. Und ich meine, dann hast du die erste Position noch mal kurzzeitig abgegeben. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, wer das war. Nee, also bis zum Boxenstopp war ich, glaube ich, Erster. Ah, Weil okay, der dann. Patrick und der Edgar, die hatten sich da irgendwie in dieser Hanna rechts ein bisschen
waren die sich nicht einig und dann konnte ich innen durchschlupfen. Und dann Ja. habe ich bis zum Boxenstopp die erste Position gehalten und habe probiert, einfach nur nach dem verkorksten ersten Rennen mein Tempo durchzufahren, keine Fehler zu machen. Das ist mir auch gelungen. Die Strategie ist aufgegangen. Und am Ende hatte ich halt noch ein bisschen Glück, dass hinter mir sich die beiden immer so ein bisschen Ja, aufgehalten haben genau. gegenseitig. Sonst wäre da vielleicht auch nur Platz 2 oder 3 drin gewesen. Ja, Also hat ja doch noch gereicht. wunderbar. Also, toller Rennabend wieder mal und was soll man sagen? Also hat ja richtig Spaß gemacht und Jens, ein Einsatz. Was ist in 14 Tagen? Ja, der einzige Grund, weswegen du noch ins Interview kommst, Ja, also. selbstverständlich. In 14 Tagen habe ich Hausrecht. In 14 Tagen sind wir in Laguna Seca. Ja, genau. Genau, also da freue ich mich ganz besonders drauf. Da haben wir bisher immer gute Rennen gesehen und da wird es wohl schon auch hier wieder richtig gut abgehen. Und besonders gefreut habe ich mich auch, dass wir heute wieder 22 Autos waren. Also es pendelt sich so langsam ein und ich denke mal, Ja, das ist sehr positiv, das ist total genial, um es mal ehrlich zu sagen. ja, genau. Also das wirklich positiv hervorzuheben. Gucken wir mal. Dann würde ich sagen, beenden wir das für heute und freuen uns auf Laguna Seca heute in 14 Tagen. Und ich sage Tschüss, vielen Dank an die Akteure hier, an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.